Moin moin und herzlich willkommen zu der nächsten, hoffentlich genauso erfolgreichen, erfolgreichen Runde Subsistence. Das war doch ein bisschen sehr erfolgreich dafür, dass wir so wenig Stress hatten. Ja, müsste auch erstmal über Wasser machen. Ich wollte die Felder jetzt eigentlich so machen, hab dann gesehen, der Tag ist ja schon angebrochen und das ist ja mal unpraktisch. Da lohnt es sich, wenn ihr dabei seid. Und los macht auch noch nicht so viel Sinn, wenn ich hier mein Festmahl noch lager. Auf keinen Fall gammeltes Essen wieder aufgetaucht. Sehr schön. Ich muss die Felder gießen. Tada! Und dann können wir uns vielleicht nochmal auf eine kleine Runde machen. Begeben. Ich mach vielleicht sogar nochmal eine Spitzhacke. Das ist, glaube ich, gar nicht so die schlechteste Idee. Das war das und das. Herstellen, das und das. Perfekt. Eine Spitzhacke gleich wieder auf Lager. Können wir währenddessen nochmal gucken, was ich düngen kann. Tierchen hatte ich schon wieder versorgt. Schön ist, die Felder sind jetzt unten. Das ist angenehm. Kann ich gut leben. Oh, zack. Schade, hat nicht für alles gereicht. Das vierte Feld braucht nochmal Dünge. Weil ich war ja ursprünglich mal der Meinung, ich brauche nicht alles düngen, aber irgendwie diese kackenden Tiere doch sehr ergiebig. Das lohnt. So. Zack. Jetzt. Muss noch zwei Felder brauche ich noch zum Gießen. Das ist okay. Aber ich merke auch gerade, das Wetter ist noch nicht so optimal. Es ist irgendwie ein bisschen windig und ein bisschen kühl. Also, müssen wir mal gucken. Ich bin froh, dass das Wasser auftauen so schnell geht. Hier während. Oh, guck mal. Nächstes Hähnchen ist gleich fertig. Bäumchen. Das ist geil. Ja, 500 Strom. Hey. Dann. Lass uns noch mal ein paar Barren machen. Macht fleißig, das Wasser dürfte fertig sein und dann geht's gleich los. Beziehungsweise wir müssen ja noch einmal Wasser abwarten für das nächste Feld. Das Wetter heute ein bisschen. Suboptimal aus, würde ich mal sagen. Ich tue beim letzten Mal. Ich müsste das nochmal genauso machen. Einfach unten bleiben und an den ganzen Felsen. Das war so ergiebig. Das war so wow. Ey, wart ihr dabei? Ich muss das nicht so wiederholen, aber das war so wow. Doch mal ein paar Pfeile machen, denke ich. Oh Gott, beziehungsweise habe ich Baumwolle? Ich könnte ja mal. Was brauche ich denn dafür? 5. Also ich brauche 15, ne? Und 10 Stoff. Habe ich nicht. Aber lass mich mal kurz verschwenderisch sein. Ich mach die Medikits mal auf 10 voll, da habe ich 10 Medikits und 10 Verbände. Und passt das schon. Stoff. Wir brauchen Stoff. So, ich nehme ja schon mal wieder ein paar Federn hier mit. Sticks. Nägel. Oh, oh. Über ein Stick Nägel. Oh. Und zack, zack. Damit wir uns unterwegs gut verteidigen können. Beziehungsweise auch offensiv. Oh. Das wird das echt nicht gut. Ich befürchte,
dass wir damit nicht so weit kommen werden heute. Das ist auch nur so eine Befürchtung. Ist ja ekelhaft. Okay. Kann ich meinen Tierchen vielleicht noch eine Tomate geben? Ach, hau rein. Schön. Scheiße. Ich nehme, glaube ich, auch direkt mal ein Wasser mit zum Händewaschen diesmal für unterwegs. Weiß zwar nicht, wie gut das ist jetzt mit dem Unterwegssein, aber wir schauen einfach mal. Na komm schon. Zack, ein Wasser. Sagt der, wir essen heute unser unsere honigglasierten Koteletts auf Gemüse. Und go. Ach, schön. Sehr schön. Auf geht's. Wenn uns natürlich zu kalt wird. Schande. Minus 7 ist schon zu kalt, oder? Okay. Das drüber an Land genauso? Weil dann hat sich das heute erledigt mit dem Tag. Dann, keine Ahnung, dann bauen wir in der Butze was um. Ja. Danke fürs Gespräch. Wir machen heute keinen Ausflug. Mistwetter. Ja, herrlich. Wir können ja mal an der Butze was bauen. Das ist ja auch machbar. Weil ich dachte mir auch hier die ganzen... die Lagerdinger, die könnten wir vielleicht in einen separaten Raum schmeißen. Da habe ich sogar schon mal eine Idee gehabt. Machen wir jetzt einfach mal. So, du ziehst um, mitten auf dem Flur. Eine Wand? Du bist nur eine Wand, ne? Das ist in Ordnung. So. Zack, zack, zack. Nochmal. So. Wir können hier nämlich einen kleinen Raum reinzimmern. Das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Da können wir dann diese ganzen Lagerboxen mal reinschmeißen. Zumindest in der Theorie. Das heißt, du ziehst rum. Die Lagerboxen hier, die Lagercontainer für Masse und Energie. Ob das mit den Grenzen irgendwie hinkommt. Eher nicht so. Oh. 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 Ah. Oh. Da mache ich hier nämlich einen kleinen Raum. Theoretisch können wir diese Werkbank hier auch ein bisschen versetzen, bis sie jetzt mittiger vom Fenster ist. Das doch mal. Natürlich einen kleinen Werkstattbereich machen. Ja, dann machen wir jetzt heute einen kleinen Hausumbau. Bei dem Wetter müssen wir nicht draußen sein. Sache ist, ich bräuchte natürlich die BKE-Erweiterung nochmal hier hinten. Okay. Wir haben es ja. Waren das noch? Platine, ne? Ist. Machen wir heute noch eine Platine. Oh hier, mach damit mal weiter. Und Metallschrott war das, glaube ich, ne? Gut.
5 Metallschrott noch. 450 Strom kommen von alleine rein. 3, 4, 5. Werde auch mal die Generatoren nachfüllen. Zack. War alles. Gut, die 450 Strom könnte gerade kritisch werden. Oh. Okay. Wenn wir kurz warten, schaffen wir die. Kommt jetzt unsere zweite BKE-Erweiterung. Dann haben wir ein bisschen Ordnung hier zu Hause. Bis auf 451 lasse ich hochticken, damit der Tank nicht leer ist. Oh. Masse fehlt. Okay. Oh. Masse haben wir? Auf 450 Strom hochkommen. Geil. Und da würde ich die Erweiterung irgendwo hier mit reinsetzen. Im besten Fall kann ich sie jetzt sogar an die Decke klatschen. Das weiß ich natürlich nicht. So. Ich kann die anderen Sachen schon mal wieder wegräumen. Tut ja nicht Not, sie mit mir rumzuschleppen. Das sind die vorbereiteten Crafting-Dinge. Oh. Gleich mal gucken, ob das Wetter vielleicht draußen sogar wieder sich ein bisschen erholt hat. Eine kleine Tour hätte ich ja schon noch ganz gerne gemacht. Aber das versteht sich ja irgendwie von selbst. Boah, ist das knapp. Es ist so knapp. Dann machen wir es einfach mal hier in die Ecke. Zack. Euch doch jetzt hier wunderbar. Machen wir hier den Lagerraum. Ist ja auch falsches Wort. Speicherraum. Oh, ich brauche auch für diesen BKE-Brecher brauchte ich sogar noch mehr Strom und Masse als das, was ich gerade einlagern kann. Nochmal eine ganz klare Kiste. Packen, habe ich hier noch wieder ein bisschen Fläche frei. Sehr schön. Ich davon echt nur zwei Stück? Ey? Angenehm. Kann ich ihn eigentlich auch craften? Nö. Gehen. Drehbank, Drehbank. Brauchen wir schon mal die ersten vier hin. Wie weit kann ich dich denn jetzt eigentlich bewegen? In diesem Raum? Kann ich dich als Werkstatt missbrauchen? Der Raum? Tatsächlich könnte ich.
Oh, sehr schön. Könnten hier eine kleine Werkstatt einrichten. Eil. Kisten könnte ich ja hier auch mit Ordnung reinstellen. Haus aufräumen. Würde das im Real Life nur so viel Spaß machen, ne? Nice. Ich glaube, das Wetter draußen hat sich verbessert. Mir geht, glaube ich, gleich nochmal zur Tür raus. Nice. Wetter? Schön, wir gehen nochmal zur Tür raus. Was kostet mir eigentlich so eine Lampe? Nicht viel. Wenn wir wieder da sind, gibt es eine Lampe mehr. Ich hätte gerne mehr Lampen. Muss mal kurz mein Inventar aufräumen. Das war sie hier. Du kommst nach unten. Das Problem, jetzt habe ich die Kisten umsortiert, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, was wo war, aber ich glaube, du warst. Nein? Du warst. Turn. Pack die Generatoren mal zu der. Stromspeicherstelle. Noch ein dritter neben. Yay. Das heißt, ich packe den erstmal hier mit an den Rand. Geil. Ich wollte los. Nachgefüllt hatte ich euch jetzt, ne? Ah, gut. Eine Erztour. Essen. Ich mir jetzt einfach ein Fest mal mitnehme. Kacken 30, ich nehme mir ein dickes Fest mal mit. Los geht's. Ich würde mal sagen, wir gehen einfach hier längs, die Strecke kennen wir. Hab ein bisschen Munition, ich kann mich heilen, ich habe ein dickes Fest mal dabei. Ha! Nicht Huhn? Da vorne ist ein Erzträumchen. Da vorne sind nochmal zwei Erze. Ist jetzt das nächste hier, was mich umbringen will. Das sind zwei Erze, da ist ein Erz. Drei Erze sogar. Wow. Bin wieder bei Dankespiel. Guter Tag. Schlechtes Wetter, kleiner Umbau und Erze. Ha. Ey, der Level 2er Wolf. Okay. Nee. Ich hab das Spiel zu viel gelobt, ich merk schon. Hat die Pfeile nicht ausgerüstet. Komm her. Arschloch. Oh. Danke fürs Gespräch. Ich
will meine Erze von da oben haben. Da ist noch eins. Okay. Okay. Nehmen wir so hin, nehmen wir so hin. Oh. Alter, der ganze Stein ist voll mit Erzen. Oh. Oh. Geil. Wow. Also wenn das immer so einfach wäre mit Ärzten, ne? Das wäre richtig entspannt. Sonst noch was? Nö, ne? Krass, wie viel war das jetzt? Ich hab da jetzt 25 Eisen. Hey. Jupp, danke Spiel auf jeden Fall. Ah, hier sind wieder überall panisch die Jäger. Wollte ja nicht mehr so viel stänkern. Eigentlich. Oh. Eisen. Ich glaube, ich werde mir jetzt noch mal die Hände waschen mit Wasser, was ich mir jetzt hier freiprügel. Vielleicht das Wasser, was ich dabei habe, notfalls auch trinken. Das soll ja nicht das Problem sein. Boah, ich verstehe nicht, warum ich mit der Axt das machen kann, aber nicht mit der Spitzhacke. Achso. So, Hände gewaschen. Und die Kiste. Damit, selbstverständlich. Kein Stress mit den Jägern hier. Ich wollte nur den Loot. Ach, schon wieder so ein Huhn. Gut, dafür habe ich es mit den Hühnern heute nicht so. Das Zweite, was ich jetzt einfach verjage. Weißer Wolf. Hä? Okay. Rechts ist Kupfer. Da ist ein blöder Wolf, der mich eventuell davon abhält, mein Kupfer mitzunehmen. Ja, ist ja gut. Arschloch. So. Noch ein bisschen was geschafft hier. Ich kann zu Hause gleich noch meine Lampe anstoßen. Ist ja nichts Teures bei. Kostet ein bisschen Strom, ein bisschen Masse und den Rest an Materialien haben wir eh da. In guten Mengen. Können wir mal wieder einen Larvenbaum mitgehen lassen. Schadet auch nicht. Wird doch gerade dunkel, kann das sein?
ab, wie das sein könnte. Iss dich mal satt. Bam. War vielleicht leichte Verschwendung, es jetzt schon zu essen. Aber ich habe nicht ganz auf die Uhr geguckt, wann wir los sind. Also zumindest, falls ich es doch getan habe, habe ich es schon wieder vergessen. Wenn das Zeug weggammelt, das wäre viel schlimmer. Wieder so ein weißer Wolf. Oh. Mit den weißen Wölfen, da muss man echt aufpassen. Tarnfarbe im Winter. Ja gut, die haben immer Tarnfarbe, weil die ja nur im Winter da sind, aber... Egal. Vielleicht ist das ja auch der Witz an denen, ich weiß es nicht. Will was von mir, kann das sein? Ja, aber nicht von dir. Aber auch da, ich erwähne wie immer, falls doch, Stromschnitte regelt. Warum hat Eisen jetzt und da liegt Metallschrott? Sehr gut. Dann auch gleich wieder nach Hause, es wird nämlich wirklich dunkel. Wo habe ich denn hier hoch? Hier war ich doch schon mal oben, oder? Was hier? Jo. Oh. Zwei sogar. Nice. Oh. Ja, ich glaube, das ist keiner. So. Holz mit. Gehen wir nach Hause. Wir haben bald die 100 live. Freue mich da richtig drauf. Außer wir sterben natürlich durch irgendwelche blöden Ereignisse wieder mal. Ey, es wäre richtig bitter, wenn einfach der Gesamtfortschritt zurückgesetzt wird, wenn man einmal stirbt. Ich habe einen Wolf am Hals. Einser war das. Weg, gut. Noch Erze. Also ich habe gehört, ich freue mich über Kupfer. Ah, nö. Nö. Egal. Bin trotzdem schon wieder sehr zufrieden, wie das hier insgesamt läuft heute. Bisschen Ordnung zu Hause. Echt jetzt? Ein fertiger? Eine fertige Schiene? Okay. Warum nicht? Oh. Also falls mich gleich irgendjemand... Falls mir gerade irgendjemand die Beine bricht, ich habe eine Schiene. Ich glaube, ich lagere die zu Hause ein. Ich finde das jetzt unterwegs, das verbraucht einen unnötigen Slot. Ich bin die unterwegs eigentlich immer bequem machen kann. So, mir fällt doch gerade ein, ich brauch doch noch ein bisschen Stoff für das bessere Oberteil. Mist. Ich glaube, ich sollte vielleicht doch nochmal einen Hasen mitnehmen. Immer so. Ich brauche ja Stoff. Ich glaube 10 Stück. Weiß nicht, wie viel wir noch da hatten. Ich hoffe, es waren 7. Jetzt haben wir 3 Stoff, ne? Ah. 3 plus 7 wäre theoretisch 10. Da können wir uns das bessere Oberteil machen. Das wäre schon cool. Tja, da ist schon wieder ein Erz bei mir auf Grundstück. Ey. Ich fasse es nicht. Danke. So eine kurze Tour und trotzdem so ergiebig. So. Na? Na?
zack, zack, zack. Hier ist noch nichts wieder weggegammelt. Oh, scheiße. Das kann ich mir noch erklären. Ich glaube, ich habe 5 Stück gemacht. 1 gegessen. Ach, Mist. Ah. Ja, okay. Dumm gelaufen ist die Kurzfassung. Und gut ist. Mist, mir fehlen noch 2 Stoff. Zwei Stoff brauche ich noch. Fast fertig hier, ne? Zack. Zack. Nehmen noch eine Lampe. Wollen wir noch mal gucken, was das war. 2 Bretter noch. Gut. Zack, die Lampen. An die neue Ordnung habe ich mich noch nicht gewöhnt. 2 Bretter. Ein Lichtchen mehr. Eine Schiene ist auf Lager. Ist okay. Hier Licht? Hier wäre Licht nicht schlecht, oder? Decke kleistern? Das geht. Sieht aber doof aus. Ja. Hier an die Tür. Ist gut. Beleuchtung mal geregelt. Diese Tür macht alles kaputt. ich lass sie mal drin. Das ist schon in Ordnung. Zack. Zack. Baumwollsamen. In die Reihe mit 1 jeweils. Warte, ich kann eine Dreierreihe aufmachen. So. 5, 3, 1. So. Ach, ich will mal wissen, ob das jetzt vergammelt. Mich wundert, dass da auf einmal vergammeltes Essen war. War ein bisschen doof. Zack, zack, zack. Aber so an sich bin ich eigentlich zufrieden schon wieder. Habe ich genug Saft? Allgemein für ein paar Barren? Eins, zwei, drei, vier, 5 Stück gibt's wieder. Dann habe ich 9. 9 habe ich dann. Wow. Auch halt noch ein Kupfer. Ein Kupfer, habe ich das denn? Ein Kupfer noch, dann habe ich sie vorbereitet alle. Jo, gib ihm. Jetzt, dass wir darüber gesprochen haben. Wir machen für heute Feierabend. Schauen wir mal, was wir beim nächsten Mal nochmal an Tour schaffen. Oh mein Gott. So rum. Ja. So. Ein Kupfer?
Licht kann aus, es wird hell. Wir haben Licht. Das finde ich super. So, dann kann hier noch... Warte, ich kann auch hier noch mal eine Schiene reinschmeißen. So, einfach weil wir es können. Asche. Unten. Munition. War's jetzt oder, ne? Zack. Jo. Nein! Eine Masse fehlt! Nein! Danke! Geil! Ich finde, das ist dann auch erstmal vollkommen ausreichend mit unseren Metallbarren. Also Eisenbarren. Alles, was wir ab jetzt finden. Und wir haben ja noch was da. Dies sind Upgrades und die Taschenlampe. Und das waren die Schlussworte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kuyampel. Oh Gott, ciao.